shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe einen neuen kleinen Money-Glitch für euch am Start, der super einfach ist, wo ihr einfach locker lässig mal ganz schnell 100.000 Dollar machen könnt am Tag. Da Rockstar ja die Zeitrennenwoche hat, startet ja Rockstar jeden Tag ein neues Zeitrennen, wo ihr machen könnt, und weil es halt doppelt RP und doppelt Money dafür gibt, könnt ihr da 100.000 Dollar bekommen. Wenn ihr das natürlich mit dem Zweitcharakter macht, könnt ihr dafür 200.000 Dollar bekommen. Das Ganze läuft noch bis Donnerstag. Und bis Donnerstag ist es noch aktiv. Das heißt, ihr könnt mit dem Zweitcharakter 800.000 Dollar in ganz kurzer Zeit machen. Der Founder von dem Glitch ist Pronix Rido mit Hilfe von World Finest Gamer. Alle drei habe ich mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall mal auschecken. Lohnt sich auf jeden Fall. Was ihr alles machen müsst, ihr braucht auf jeden Fall einen Kumpel, der sich als VIP registriert hat und euch eingeladen habt. Die Einladung nehmt ihr natürlich an und geht dann über das Interaktionsmenü und fordert dann irgendein Fahrzeug an. Also es spielt auch gar keine Rolle, welches. Ich habe es nicht mit dem Hubschrauber probiert, weil mit dem Hubschrauber könnt ihr keine Zeitrennen fahren. Deswegen würde ich euch empfehlen, das einfach hier mit dem, ich zeige es euch jetzt gerade mal, mit dem hier VIP-Gedönse, Fähigkeiten und dann den BJ oder den Washington. Mit der Limousine habe ich es jetzt nicht probiert, aber ich würde euch empfehlen, das mit dem BJ Washington zu machen. Und euer Kumpel, der VIP ist, der begibt sich schon mal an den Ort, wo das Zeitrennen endet, also in dem Ziel, sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. Der öffnet auch schon mal über das Interaktionsmenü auch die Fähigkeiten und fordert genau dasselbe Fahrzeug an, das ihr für das Zeitrennen verwendet, also in dem Fall auch dieser BJ. So, während euer Kumpel dann im Interaktionsmenü darauf wartet, dass es losgehen kann, geht ihr mit dem Fahrzeug in das Zeitrennen rein und startet das. Sobald das Rennen gestartet ist, steigt ihr aus und gebt eurem Kumpel Bescheid, dass er jetzt gleich das Fahrzeug anfordern soll. Weil währenddessen ihr einsteigt, muss er sofort X drücken und das Fahrzeug anfordern. Und dann seht ihr, dass ihr euch dahin katapultiert. Super geil auf jeden Fall. Und dann könnt ihr eigentlich super easy das Zeitrennen beenden, ohne Stress. Zack, 19 Sekunden habe ich jetzt gebraucht. Geil, oder? Also es geht auf jeden Fall noch schneller, aber darum geht es ja nicht. Aber in der kurzen Zeit habt ihr jetzt die 100.000 Dollar gemacht. Macht es am besten gleich noch mit dem Zweitcharakter. Habt ihr 200.000 Dollar gemacht. Ihr könnt euch ja dann abwechseln, dass jeder das halt hat. Und dann könnt ihr in 4 Tagen die 800.000 Dollar Marke knacken, ne? Ist doch geil. Also ich finde den Glitch halt so geil, weil er einfach super einfach ist. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu gar nichts zu sagen. Also, ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann liked das Video doch. Teilt es mit euren Freunden und... dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.